Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir mit ein paar Freunden ein Wohnmobil ausgeliehen und wir fahren damit zusammen durch Skandinavien. Und heute haben wir Tag 11, wir haben den ganzen Tag mit Trimax auf der Kürbis verbracht und als Finale haben wir uns auch noch Augenbrauen-Cuts gemacht. Wenn euch das Ganze gefällt, Freunde, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit Tag 11. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen, was geht ab, was geht ab? Heute ist schon der letzte Tag der Tour. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir heute schon nach Hause fahren. Wir genießen es heute nochmal, solange es anhält. Chat, schreibt nicht kein CS2-Key, was soll die Scheiße? Das ist absolut dreist. Bro, wir sind gerade erst online gekommen. Ihr müsst mir nicht direkt den Tag verderben damit. Okay. Ich weiß, dass ich keinen Counter-Strike-2-Key habe, ihr Gottlosen. Ist heute ein Parfüm-Tag? Ja, nein? Ja. Ah, oh mein fucking Gott, das hat 300 Euro gekostet. Oh mein fucking Gott. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeflogen ist. Oh. Was gibt's denn auf so einem Ding zu essen, auf so einem Rummelplatz da? Krebs. Ah, warte mal, was war das erste? Krebs. Willst du Krebs? Krebs, Bro. Was für Krebs, Digga? Krebs. Digga, willst du dich verarschen, Miguel? Krebs, Digga. Ich lösche mich, Alter. Ach, herrlich. Wir sind da, Kinder. Geilo, ein geiler Tag mit Maxi. Ah, da steht er doch schon, oder? Die Sau. Wait, das könnte doch jemand anders sein. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Doch, das ist er. Das ist er. Wie oft warst du schon hier, Bro? Nicht so oft, weil es immer echt nervig ist. Ey, geil, Mann. Okay, geil, okay. Ja, also erstens Essen, oder? Ey, Maxi, ja. Kurz, wie würdest du diesen Laden da aussprechen? Krebs? Krebs, ne? Krebs. Okay, gut. Willst du sagen Krepes? Nein. Nein. Das sagt doch keiner. Nee, das sagt Krepes keiner, sagt ne? keiner, oder? Er sagt Krepes. Ja. Krepes. Ey, wenn du Chat auch willst, wir haben so eine Website, wenn du auf deinem Handy die auch haben willst. Ich hab auch die Twitch-App sonst. Jetzt wieder. Gut, perfekt. Leute, wenn ihr dabei seid, ihr wollt den Chat öffnen. Einfach den Chat öffnen. Danke dir. Ich meine, wir haben mit so Emotes und so, Bro. Das stimmt, bei dir ist ein Emote so wichtig, ne? Ja, I guess. Ich hab die noch nicht mal bei mir zu Hause eingestellt. Nein, shut the fuck up. Siehst du immer nur den Siehst Text? Du keine Emotes? Ich sehe manche, aber mittlerweile braucht man auch so 5 Programme, stimmt's? Nein, du brauchst eins. Du brauchst quasi eins und kannst die anderen ersten 2 wieder löschen. Warte mal, ganz Warte kurz. Warte mal, hat Alex das für dich eingerichtet? Ja, muss er ja, ich weiß nicht. Bro. Das ist echt ein Dies, willst du ein Bite? Nee, danke. Okay. Okay, Bruder, jetzt also, dass du ein Burger isst und dann so viel trinkst, das ist eine Frechheit. Und er fragt, dass ich auch mal Kopfschmerzen habe. Ja, oh, ich habe irgendwie Kopfschmerzen, aber ich habe heute echt genug getrunken. Nach dem Burger hast du das getrunken. Digga, chill mal. Nee, also, das ist trinken. Guck mal, zack, einmal durchladen. Ja, okay, sorry, soll ich jetzt exen oder was? Nee, aber also, das ist nichts gewesen. Dein Körper braucht das. Nee, nicht so viel, das musst du gleich wieder pissen im Riesenrad. Ja, ja, stimmt, das stimmt. Das geht auch eine Viertelstunde. Ja, das reicht, perfekt. Ja, so, ich bin auch nicht der Größte. Du bist aber auch doppelt so schwer. Ja, ich weiß, sag ich ja. Das ist eine Kevin-Menge. Alles gut, Digga, ich trinke ein bisschen mehr. Wir sind die Trinker. Dann lass jetzt losgehen. Sehr gut getrunken. Ich lass euch so sehr super getrunken. Ey, ich will mit so einer Bahn fahren. Kriegen wir das irgendwie aufgepult? Boah. Wie nennst du das? Bahn? Ja, Bahn. Das ist eine Achterbahn, nennt man das. Ja, Mann, du weißt schon. Er nennt das Bahn. Ey, lass mal Bahn fahren. Dann kommt der Zug. Ey, ja, scheiße, Verspätung. Digga. Oh, Mist. Oh mein Gott, ich hasse euch, Digga. Meinen Sie, das stürzt zusammen, wenn wir 4 große erwachsene Männer damit fahren oder passt das? Passt? Bricht ab? Ja. Perfekt, dann nehmen wir. Bricht ab, okay. Okay, verbricht ab, dann fahren wir. Du musst dich hier durchwälzen lassen jetzt. Ey, halt's Maul, als ob man das machen muss, um da hinzukommen. Ey, Digga, wir haben das. Ich glaube, wir haben das Falsche gebucht. Ich glaube, wir haben nicht die Bahn gebucht, sondern hier so einen Gang. Digga, Nein. Ja, doch! Nein, Digga. Man muss da durch. Man muss hier durch. Ja? Aber wie mach ich das? Das ist eine Delle, guck mal. Bruder, okay. das ist hier ein bisschen so reingedellt. Was ist da jetzt drin auf einmal? Was? Hier ist ein bisschen so reingedellt. Ja, komm jetzt durch, Alter. Ey, hier ist noch was mit Wasser, Digga, ne? Hier müssen wir aufpassen. Ja, der Junge zeigt uns den Weg. Hallo. Okay. Der ist wackelig, da muss aufpassen. Das ist hier richtig geil für den Kameramann. Ey, Miguel, wenn du hinfällst, ist unsere komplette Tour over hier. Alter, ist das am Wackeln. Ey, red's mal, das wäre so witzig, wenn du hier auch nochmal hinfliegst. Boah, Styler Kids. Okay. Oh no, ich hasse sowas. Oh no. Die ist super okay, hardcore, schnell, weißt du? Ja, ich kenne die. Ja, es ist sehr schnell und sehr hardcore. Nein, also mit Höhenangst okay, und also das halt ist krass. Es könnte wackeln, Bro. Also halt's auf jeden Fall fest. Es geht auch runter und so. Also. Das ist ja die wilde Maus, Digga. Die ist jetzt auch nicht am Abfrieren. Wow! Wie Miguel sitzt. Guck mal, Miguel sitzt. Guck mal, Miguel hatte Todesangst, oh Gott. Wusstest du das? Ich dachte, er joggt rum.
Ey, das ist normal, dass du krass ist. Miguel ist krass. Der hat Höhenangst, kommt überall mit. Mein Alter, du klappst einfach jetzt, Mann. Bro, das ist hart. Miguel ist aber auch wild hier. Ja, schau. Aber hier auch, also ja, Todes, das ist auch stark. Die Todesangst, die schreit aus deinem Gesicht, Bro. Vor allem Miguel noch am Filmen irgendwie auf einer Art Backe. Ja, Miguel, sehen müssen, der saß so drin, dieses Ding. Weil dieses kann ja Ding, nicht festhalten. Bro, dieses Ding war hier. Bro, scheiße. Alter. So geil. Geil. Guck mal, die gucken Clash of Clans. Das sind Clash of Clans Enjoyer. Die hauen da schön die Diamanten. Die schreiben rein. So im Chat, ja. Trimix, wann wieder Clash of Clans. Ja. Würde ich mal? Ja, zeig mal einen Skateboard-Trick. Oh shit, zeigen, Content, ja. Content. Ja? Jo, der war stark, doch, der war stark. Ey, Digga, wir würden jetzt weitergehen vom Ding. Also, das ist auf jeden Fall scheiße. 100%. Ja, 100%. Aber es kann so scheiße sein, aber, dass es geil ist. Ach, ist das eine Bahn auch? Ja. Das ist eine Geister-Spukbahn. Ja, machen wir, oder? Ja, ja, let's go. Alle rein. Meint ihr, das ist so richtig scheiße? Ja. Okay. Wir müssen Mutationen und Zombies abschießen. Oh, eine Mutation! Eine Mutation! Ey, Leute, pass auf, da kommt eine Mutation. Digga, was geht denn mit der Hüfte? Der Ficken, Bro. Okay, hier kommt was raus, oder? Alter, das kriegt ihr! Da auf den Rollstuhl fahren! Ja, warum war da? Digga, ist das geil, Trent! Ist das scheiße! Jesus fucking! Digga, hier ist ein Dönerspieß! Sie haben es überlebt bis hier! Oh mein Gott, ich hab recht Angst! Ah! Du Bastard! Der Nutten, Alter. Wie laut der Nutten ist. Du Bastard! Ach, jetzt ist der Digga. Oh shit, ist schon. Ach, herrlich. Ey Leute, hab ich euch zu viel versprochen? Nee. Ey Max, das war krass. Ich komm gar nicht drüber weg, wie scheiße aber die war. So scheiße, dass du dein Leben nicht vergessen wirst. Ja, wir haben dafür 6 Euro pro Kopf bezahlt gerade. Wow, und die machen da so Werbung mit die krasseste Achter, Geisterbahn, bla bla. Nee, die größte. Die größte, die größte portable auch nur, transportable Geisterbahn der Welt. Oh, das würde ich fühlen, ehrlich gesagt. Oh, was ist das? Fuß. Oh nee, da lacht Willi wieder, ja, wenn er den Clip geil, doch. Oh, das ist Willi, wieder, für das Willi. Wieder Clippable jetzt. Ja, es ist, ja, es ist. Okay. Ja, komm, geil, komm, Alter, komm. Das ist es. Okay, der Mann tritt jetzt gegen den Ball, wird jetzt kein Weltwunder passieren, wir werden nicht... Ach du heilige Scheiße. Oh ja, die nehme ich, dankeschön. Du riechst die Musik, hörst du? Alter, das war's, hau, Digga. Basti, der war für dich. Ja. Ach so, ja, safe. Ja. Nice voice crack, Bro. Ey, ich hab deine Projekte geguckt. Ah, ein Mega-Projekt, Minecraft, ja. Geil. Oh, nö. Ja, ist nicht schlimm, Digga. Moin, bist du der Slushmeister? Ich bin der Slushmeister. Machst du mir die Größe, was du hast? Was? Die Big Bone? Oh, die Bone? Ja, nimm die Big Bone. Ich hab das Wort Bone noch nie vorher gehört. Ja. Digga, holy shit. Mein Getränk hat einen Umhängegurt. ja. Oh. Verlierer-Kraut. Danke dir. Baller. Yo. Also ich glaube, ich nehme eine Größe kleiner. Ist das okay? Du hast auch nicht mal bezahlt. Bro, danke dir. Alright, der holt sich die Big Bone und geht. Mach's gut, mein Lieber. Mann, ich hätte auch die Palme nehmen sollen, das ist viel zu viel. Das ist so dumm. Du siehst aus wie ein Loser. Ja, doch. Doch, Max hat schon recht. Ja. Okay. Oh, herrlich, Freunde. Wow. Das war funny. Ja, wie chillig, dass jetzt auch einmal leer ist. Bist du mit Ding Uber-Taxi hier? Ich bin mit dem Taxi da. Haut rein, Leute. Du hast unser Mikrofon, Bro. Mikro! Ey, das ist unser Mikro. Mikro! Max! Max! Sind Sie frei? Mikro! Können Sie vorne fahren? Dieser Vollidiot. Ey, Bruder. Auch ein. Ey, war geil. War richtig geil. Knuddel mich von mir. Mach ich. Ich soll dich von Max knuddeln. Okay. Dominik, stell dich mal wie die Freiheitsstatue auf mit dem Slushy. Stark. Wäre aber auch geil, wenn wir vor 3 Uhr nachts nach Hause kommen. Das wird eh nichts. Digga, das wird nichts. Aktuell sind wir schon bei 2 Uhr nachts, oder? Müssen wir unsere Toilette noch auslernen? Oh mein Gott. Die so Toilette. Wir okay, wollen wir einfach diese Strafe nehmen, jeder 33 Euro? Warte, nee. Toilette kostet, wenn wir die Toilette nicht auslernen, zahlen wir 200 Euro, Bro. Nee, können wir nicht machen. Bei Monte auslernen. Bro. Digga, jemand postet einfach ein Emote von mir.
wo mein Gesicht zu sehen ist, macht einen Pfeil daneben und macht einfach daneben, Mann, Kevin, bist du hässlich. Danke, Digga. Übelst korrekt. Peter, wir werden dich auf jeden Fall VIP, Mann. Okay, wo ist euer Scheißpalast? Wir müssen nur Kacke auslernen, mehr nicht. Wir fahren jetzt einfach nur hier drauf, bringen dir ein bisschen Scheiße und Pisse vorbei und fahren dann wieder. Wieder weg, Alter. Oh, no. Digga, der ist voll mit Pisse, Digga. Warte, der hat Räder, du kannst ihn ziehen. Ja, wirklich? Ja, wie ein Koffer. Oh mein Gott, das ist aber sick. Entsorgungschemietoilette da. Kurze Frage, warum sind alle Schilder hier in Frakturschrift, Digga? Jetzt sind wir die Zeit zurückgereist. Pisse-Raum! Pisse-Raum! Oh, was ist das? Oh, haben wir 2 Euro? Hat jemand 2 Euro? Ich nicht. Ich hab keine 2 Euro. 2 Euro! Oh mein Gott! 2 Euro! Oh mein Gott! 2 Euro, what the fuck, okay. Oh Gott. Okay. Oh fuck. Jetzt aufdrehen. Oh Gott. Mit den Rädern zuerst, Bro. Ist das richtig? Ja. Glaube. Digga, der schreddert. Wenn das funktioniert, dann. Der schreddert den jetzt oder so. Der kann laufen, nö, muss man nicht. Ist das ein Staubsauger an, der jetzt die Pisse wegsaugt? Vor allem, der muss ja irgendwie jetzt in diesen Ding erstmal reinkommen. Okay, mit Füllung. Was? Oh, oh. Das war alles unsere Pisse. Ja, anscheinend. Er ist übel leicht. Und gewaschen. Und der Deckel ist noch dran. Wait, aber. Ah, okay. Oder? Ja, das. Der muss das wieder draufschieben. Er wurde schlimmer. Hallo. Schlimmer, Digga. Hallo. Na? Scheiße, wa? Merkst du selber. Bro, der knackt den. Lass mal neben das Klo kaputt, Mann, am Ende. Oh mein Gott, we did it. Der Pissebehälter. We did it. Wir haben dieses Mal den Pissebehälter geleert, ohne dass wir wie bei der ersten Edeltour den Deckel verloren haben. Hau ja! Ich will nach Hause. Ich will auf jeden Fall auch nach Hause. Ocean Man, take me by the hand. Oh! Hau ja! Hey, ich bin genau schnell gefahren, wie es ist. Ja, keine Ahnung. Da sind wir erstmal raus für heute. Scheiß drauf, soll die Vermietung zahlen, Mann. One moment in time. Noch 400 Meter. Eine Minute. 100 Meter noch. 90, 80, 70. Und? Oh, wir unten das Feind des Tors zu. What the fuck? Wir haben es geschafft. Holy shit. Edeltour 2023. Oh mein fucking Gott. Kamst du in Lachen und selber klatschen. We made it! Für Miguel! We made it alive! Digga, jetzt fehlt nur noch eine Sache, Freunde. Eine Sache fehlt jetzt noch. Okay. Der Augenbrauen-Cut. Oh stimmt, der ist ja auch noch. Oh mein Gott. Mach nicht zu groß, bitte. Ich setze nur einmal rein. Bitte, aber beweg dich nicht, ja? Hallo? Oh nein, der gibt Geist auf. Okay, wir haben jetzt eine Sekunde oder so. Aua, Digga, das tut übelst weh, Digga. Heilige okay, Scheiße. Wie ist? Nein, Digga, sieht jetzt aus wie ein Nuttenbengel. Ich weiß. Okay, nicht. Ist okay. Warte, noch nicht. Ja, das sieht heavy scheiße aus bei dir, warte mal. Hä, warum hast du so viel weggemacht? Hä? Bro, hä, was ist das denn? Bro, das sieht aus wie vorher. Man sieht noch gar nichts. Das ist echt nicht so viel. Ja, dann lassen wir es jetzt so. Nein, ich bin noch nicht fertig. Was ist das denn? Aber bei ihr ist schon viel, ne? Bei mir ist es viel mehr als bei dir, Bro. Ja, aber bei dir ist eine gerade Linie, Bro. Was hast du bei mir gemacht? Einmal reingeschissen? Nein, deine Augenbrauen sind einfach hässlich, Digga. Bro, sagst du das gerade? Bro, deine Augenbrauen sind hier halt mega dünn. Ich hab das nur. Ja, ich hab halt gepflegte, Bruder. Du bist halt ein fucking Dschungelmensch, Alter. What the fuck, schau mal kurz. Sag ehrlich, ist krass. Ja, sieht gut ist aus. Krass. Bei dir ist geil. Sieht gut aus. Bei mir nicht? Bei dir ist zu weit hier oben. Guck mal, bei dir ist viel zu weit oben. Oh Mann, ey. Bruder, wir sehen jetzt beide aus wie gottverdammte Nuttensöhne. Oh mein Gott, das haben wir auch vorher schon ausgemacht. Ja. fair enough. Freunde, an der Stelle, das ist das Ende der Tour. Wir hoffen, es hat euch gefallen, Mann. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die hinter den Kulissen dran gearbeitet haben. An Miguel, Digga, hinter der Kamera. Und vor allem natürlich an euch fürs Zuschauen, Donaten, Supporten, bla bla bla. Ja, ihr kennt den all. Es war auf jeden Fall eine wilde Zeit, Digga. Und jetzt gehen wir zurück ins normale Leben. Ab morgen geht's weiter, ganz normal. In dem Sinne, Freunde, wünschen wir euch einen wundervollen Abend. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Edeltour, wenn es dann mal wieder soweit ist, Freunde. Richtig. Macht's gut. Wir küssen euch. Ciao.